Gossip Line. Heute nehmen Sie an einem landesweiten Wettbewerb für Lokführer teil, bei dem die Fahrer Fotos einsenden, die auf Bildschirmen in den Bahnhöfen des Landes gezeigt werden. Machen Sie Fotos an Haltestellen entlang Ihrer Strecke und laden Sie sie auf die Webseite des Wettbewerbs hoch. Sie können die eingereichten Fotos von Ihnen und anderen Lokführern in Manchester Piccadilly sehen. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transim World 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise und ich begrüße euch heute auf einer neuen Strecke für Transim World 3 auf der englischen Strecke Glossop Line. Und diese Glossop Line, die verbindet Hatfield mit Manchester Piccadilly und wir werden eines der darin enthaltenen Szenarien spielen, was, finde ich, ein richtig tolles Intro hatte, dass man mit dem Auto hier zum Bahnhof fährt. Und ja, wir, wie gerade vorgelesen, fahren heute nicht nur Zug, sondern wir müssen zusätzlich auch noch Fotos machen und dafür holen wir uns jetzt erst einmal hier von unserer lieben Kollegin die Kamera ab. Hier ist die Kamera für den Fotowettbewerb. Wenn Sie ein Foto gemacht haben, das Ihnen gefällt, laden Sie es hoch und es wird live auf den großen Bildschirmen in Bahnhöfen überall im Land zu sehen sein. Viel Glück! Danke Ihnen und da würde ich sagen, ja, lassen Sie uns hier ein Foto vom Zug machen, gehen Sie zur Markierung und machen Sie ein Foto. Falls Sie mit dem Foto nicht zufrieden sind, können Sie jederzeit ein neues machen. So, die Markierung ist hier und dann würde ich sagen, ja, begeben wir uns auf diese Markierung, dann sehen wir hier den Zielbalken. Ich würde sagen, wir zoomen doch ein bisschen ran und ja, wir sehen selber, achso, hier sehen wir auch die Anzahl der Fotos, die wir machen sollen. Genau, so. Das ist ein gutes Foto, aber wir brauchen noch ein paar mehr. Machen Sie Fotos an anderen Bahnhöfen und schicken Sie uns dann Ihre Favoriten. Nehmen Sie sich dabei aber nicht zu viel Zeit. Ja, logisch, weil wir ja einen Personenzug fahren, der einen Fahrplan einhalten muss. So, dann begeben wir uns in unser Fahrzeug, was ja hier mit dieser Strecke mitgeliefert wird. Das ist die britische Class, das ist die britische Klasse 332. So, dann Hauptschlüssel ein. Schalten. Türen sollen verriegelt werden. Dafür, das können wir hier manuell machen. Da müssen wir erstmal den Türschlüssel einstecken, damit wir dann die Türen hier verriegeln können. Das Ganze können wir aber auch hier über die Tab-Taste machen. Da ist das etwas einfacher. So, wir schalten uns noch die Zugsicherungssysteme ein, die wir hier nutzen können. Dann setzen wir den Richtungswender auf Vorwärts und dann sind wir auch schon soweit startklar. Den Schlüssel können wir dann wieder rausnehmen. Und dann kann die Reise beginnen, damit dass wir unseren Zug nun zur nächsten Station bringen. So, jetzt aber mal ein paar Informationen zur Strecke. Also die Glossop Line, die kommt am 27. Juni 2023 raus, also morgen. Die Strecke kostet 24,99 €. Die Strecke hat eine Länge von 13 Meilen. Entlang dieser 13 Meilen befinden sich auch 12 oder 13 Bahnhöfe bzw. Haltepunkte. Mit der Strecke zusammen gibt es das Fahrzeug Class 323, das wir hier auch gerade fahren. Einige kennen dieses Fahrzeug vielleicht auch schon vom britischen Add-on Birmingham Cross City Line. Dieses Fahrzeug, also wer Birmingham Cross City Line besitzt, der bekommt auch noch einen kleinen Rabatt, wenn er sich dazu die Glossop Line kauft. Da gibt es einen Rabatt von, meine ich, 10%, habe ich da gelesen. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben dort dieses Fahrzeug ja schon enthalten ist und man den Käufern hier auch eben versucht, dann entgegenzukommen. Ja, es ist, glaube ich, eine der kürzesten Strecken, wenn nicht sogar die kürzeste Strecke in Transim World 3. Aber es ist da trotzdem eine komplett abgeschlossene Linie, denn im Vorbild ist die Strecke ja auch nicht länger und die Linie wird komplett eben von Manchester bis nach Hatfield bedient. Also es ist halt die komplette Linie eben auch hier enthalten. So, wir erreichen jetzt den nächsten Bahnhof Dainting. Die Strecke ist betrieblich gesehen auch hier am Ende sehr interessant, denn wer die komplette Linie fahrplanmäßig abfahren möchte, der muss mindestens einmal einen Richtungswechsel unternehmen, um die komplette Linie also heute machen wir den nicht in diesem Szenario, weil wir direkt jetzt hier über Dainting fahren, aber normalerweise würden wir nach Plan fahren, würden wir jetzt erst von Hatfield nach Glossop fahren, dort die Fahrtrichtung wechseln und anschließend dann von Glossop hier wieder über Dainting nach Manchester.
Ja, das ist sehr, sehr abenteuerlich und das ist auch sehr gut gelöst, finde ich, hier im Fahrplanmodus. Denn diese Fahrten sind dann halt immer in zwei Teile aufgeteilt. Und das Ganze, also die Fahrten sind in zwei Teile geteilt. Und ja, so, hier sollen wir noch ein Foto machen, hier in Dainting. So, und zwar, ach hier, wartet der andere Zug in die Gegenrichtung. So, gut, das ist auch ein schönes Foto. So, ach so Gott, ich drücke immer auf Screenshot machen, das ist eigentlich totaler Quatsch. Natürlich muss man hier einfach mit der Maus drücken. So, und dann haben wir das Foto gemacht und wir begeben uns wieder in unseren Zug an unserem Arbeitsplatz. Ja, die Szenarien sind hier sehr interessant gestaltet. Wie gesagt, einmal das hier mit dem Fotos machen und dann gibt es noch ein Szenario, wo wir den Zugbegleiter oder die Zugbegleiterin spielen können. Also wo wir so eine Art Schaffner sind. Also das ist alles schon sehr schön gestaltet. So, ja, wie gesagt, betrieblich die Strecke sehr interessant, weil eben einmal die Fahrtrichtung gewechselt werden muss, wenn man hier so eine Planfahrt macht. Die Strecke ist am Ende auch eingleisig und im Vorbild ist das so auf der Closed-Loop-Line, dass es hier eben öfter mal zu Verspätungen kommt. Einfach weil diese Fahrtrichtungswechsel eben offiziell wohl nur 3 Minuten dauert. So, ab hier, ab diesem Viadukt verläuft die Strecke dann auch zweigleisig, mindestens zweigleisig dann bis Manchester. Die Strecke ist auch komplett elektrifiziert, wie ihr seht, und eben mit Oberleitung, nicht mit Stromschiene. So, hier der Viadukt, den wir hier sehen, ist einer der Höhepunkte dieser Strecke. So. Ja, zur Strecke gehören 6 Szenarien. Ein Training für die Klasse 323, welches im Trainingscenter stattfindet. Außerdem 201 Fahrplanfahrten. Zu den 201 Fahrplanfahrten da gehören auch eben zusätzliche, also zu den 201, das sind halt noch die additionellen Fahrplanfahrten schon mit eingerechnet. Wenn ihr weitere britische DLCs besitzt, da könnt ihr zum Beispiel so eine Dampfsonderfahrt machen mit einer der Dampflokomotiven oder mit den historischen Diesellokomotiven Sonderzüge fahren oder mit der Class 66 Güterzüge fahren oder eben halt auch, seht ihr eben auch in Manchester rum, im Fahrplanmodus auch ein bisschen mehr KI-Verkehr, dass das dort eben auch alles so ein bisschen mehr, sagen wir mal, belebt ist. Ja, die Strecke, wie gesagt, 24,99 auf allen Plattformen für Trains and World 3 als DLC, für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS und PC und dort auf Steam und Epic erhältlich. So, wie gesagt, wer Birmingham Cross City Line schon besitzt, der bekommt ja noch einen kleinen Rabatt. Also mal gucken, wir müssen schon wieder mit der Geschwindigkeit runter. Jetzt in wenigen Augenblicken ist, glaube ich, hier die Brücke. Ich habe das mal ein bisschen angespielt, dieses Szenario, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Und ich finde, dass die Szenario-Ideen, die sind wirklich richtig toll. Und auch das Intro, ihr habt es ja gesehen, das Intro dieses Szenarios, das war genial. Das war wirklich genial. So. Jetzt überqueren wir hier die nächste Brücke. Es ist auch eine sehr hügelige Landschaft, wo wir uns befinden. Wir befinden uns hier in Derbyshire. Wie gesagt, die Strecken. Wir fahren ja nicht allzu hohe Geschwindigkeiten. Ihr seht, Maximalgeschwindigkeit ist 90 Meilen. Ich glaube nicht, dass wir die hier irgendwo richtig ausfahren werden, weil einfach die Bahnhöfe auch sehr eng beieinander liegen. Ihr seht, jetzt hat man mal eine Meile, die hier knappe 2 Meilen, die diesen Bahnhof halt hier vom anderen Bahnhof trennen. Also bei 13 Meilen, wie gesagt, da ist halt die Strecke. Ja, da sind die Abstände dazwischen den Unterwegsbahnhöfen natürlich logischerweise nicht allzu groß. So, und wir fahren wieder mal mit Schneckentempo hier in diesem Bahnhof ein. Und es ist halt eine schöne Strecke, die halt das Land mit der Großstadt verbindet. Ich finde, das hat halt schon ein gewisses Flair. Aber man muss natürlich solche Strecken mögen, ja. Wie gesagt, eine der kürzeren Strecken, ich meine sogar die kürzeste, ich glaube West Somerset ist noch ein Stück länger. Und da einfach auch mal so die Frage an euch, wäre das denn eine Option, wenn man halt kurze Strecken liefert, dafür aber eben so komplette Zuglinien abfahren kann? Da gibt es ja mehrere Optionen, was man da so machen kann, ob das für euch vielleicht so sehr interessant wäre. So, ja, hier sehen wir auch, es gibt die Zusatzaufgaben, hier können wir Streckenkarten aufhängen. Wir sind jetzt hier in Broad Bottom, sind wir jetzt angekommen und wir verriegeln die Türen und dann sind wir
gleich wieder bereit zur Abfahrt in unsere oder zu unserer nächsten Station. So, den Schlüssel haben wir rausgenommen und dann geht die Reise weiter in Richtung Hattersley. So, Fahrt. Der Zug fährt sich ja wie die meisten englischen Züge ein Kombihebel eben nach vorn oder zu uns ziehen, eben Gas geben und dann wegbewegen, eben bremsen. Also vom Fahrverhalten her relativ einfach. Was mir sehr gefällt an diesem Zug, und das war auch schon bei der Birmingham Cross City Line so, das ist halt einfach der Sound. Das Fahrzeug hat wirklich einen sehr, sehr schönen Sound. Ja, und da haben wir eben, wie gesagt, jetzt diese englische Strecke. Eine weitere englische Strecke ist ja noch in der Entwicklung für Transimworld 3. Das ist dann eine Strecke, die von Just Trains entwickelt wird. Da gibt es Gerüchte, um welche Strecke es sich handeln könnte. Aber offiziell bestätigt ist da nichts. Die Strecke soll wohl so auch um die 30 Meilen wohl lang sein. Dann die Class 700, die scheint wohl auch relativ weit fortgeschritten zu sein in der Entwicklung. Ja, und auch eine deutsche Lokomotive, welche möglicherweise ein Vectron sein könnte. Ansonsten so an deutschen Strecken ist aktuell nicht allzu viel bekannt, ob und was da an der Entwicklung ist. Aber es kann natürlich sein, dass wir im Sommer möglicherweise im Spätsommer wieder mal eine große Überraschung erleben. Denn es wird ja erstaunlich ruhig an Neuheiten, was da so aktuell geplant ist für Transimworld 3. Also es ist wirklich ziemlich ruhig geworden die letzte Zeit. Und ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht wieder einen großen Kracher geben wird, so wie wir das all die vorherigen Jahre eben auch hatten. Sprich Rush Hour DLC, sprich eben Transimworld 3, was ja eine riesen Ankündigung war im vergangenen Jahr. Also da bleibt es sehr interessant, was auf uns zukommt. Ja, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat sich denn diese schöne kleine englische Strecke gekauft. Wie gesagt, ich finde es eine tolle Sache, dass das Ganze eben da hier etwas preiswerter erhältlich ist. So, wir sind sogar wieder im Plan. Dann verriegeln wir die Türen und sind dann... Ach Mensch, und jetzt soll ich ein Foto machen. Ich soll die Türen verriegeln, aber jetzt ein Foto machen. So. So, okay. Und dann geht's weiter für uns. Nämlich zur nächsten Station. Das Piepen ist halt, wenn ihr hier mit Zugsicherungssystemen fahrt, da ist dieses Piepen halt einfach dann, wenn man aufsteht, ist das halt so ein Warnsignal. So, weiter geht's in Richtung Goodley. In 0,8 Meilen. Ihr seht sehr, sehr kurze Abstände hier, eben als Vorortbahn. Es gibt auch im Internet Führerstandsmitfahrten von der echten Strecke, die ihr euch anschauen könnt. Und soweit ich habe da mal reingeschaut und soweit ich das hier beurteilen kann, hat man diese Strecke hier sehr, sehr gut getroffen. Also hat schon einen gewissen Wiedererkennungswert. Natürlich ist es eine neue TSW3-Strecke und natürlich als neue TSW3-Strecke haben wir auch hier die neuen Features, das neue Belichtungssystem, die neuen Wolken. Und eben auch hier so die ganzen anderen Sachen, die eben exklusiv mit TSW3 mitgekommen sind, die es ja nicht bei den alten Strecken gibt. Abgesehen von zwei Ausnahmen oder drei Ausnahmen. So. Der vorne erwartet uns dann ein zeigt das Signal. So, oh, jetzt müssen wir ein bisschen mal in die Eisen gehen hier. Denn da vorne müssen wir auch schon wieder halten. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Okay, wir müssen in die Notbremse gehen. Das haben wir verrissen hier. Oder? Naja, könnte noch zum Teil am Bahnsteig stehen. Das ist, wenn man zu spät auf die Bremse geht. Obwohl der Zug sich eigentlich wunderbar fahren lässt. So, also dann Schlüssel wieder rein. Ja, Türen gehen auf jeden Fall darauf. Das ist schon mal gut. Auch wenn nicht der komplette Zug hier am Bahnsteig steht. Aber immerhin, wenn die Türen aufgehen und der halt erkannt wird, dann ist doch das Wichtigste zumindest schon mal geschafft. So, Foto müssen wir hier keins machen. Es geht dann gleich direkt weiter zur nächsten Station. So, haben wir auch das Licht im Fahrgastraum an. Ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt am helllichten Tag, aber ja, es ist okay. Das können wir nämlich auch hier anschalten. So, dann warten. Oh, wir können noch ein paar Sekunden warten. Oder wir sollen ein paar Sekunden warten, da können wir uns auch noch ein bisschen umschauen.
So, ja, die Sicherungssysteme wollen auch im Stand betätigt werden. Ja, wir könnten uns hier mal die Streckenkarte, die könnten wir uns mal anschauen. Die können wir uns ja mal anschauen. Die Streckenkarte, wie gesagt, wir können die aufhängen und hier sehen wir nochmal die gesamten Stationen, den Streckenverlauf. Ihr seht, das ist alles sehr überschaubar. So, jetzt aber wieder hinein in unseren Zug. Dann machen wir die Tür zu. Und verriegeln auch hier die Türen. Wie gesagt, das scheint dem Spiel nichts mehr auszumachen, wenn man das ein paar Sekunden früher dann schon macht. So, und nehmen das raus. So, dann muss natürlich die Bremse jetzt erstmal lösen und dann können wir mal gucken, können wir uns das gleich auf den Weg machen. Ja. Gut, weiter geht's. Newton vor Hyde ist dann die nächste Station und gerade einmal 0,6 Meilen. Das ist ein bisschen so wie S-Bahn-Feeling, ist das fast schon hier. Viele wünschen sich ja S-Bahn Berlin. Also gerade die Stadtbahn, der obere Bereich der Stadtbahn. Das wäre natürlich ein echtes Highlight, wenn man das realisiert. Aber es ist natürlich unglaublich auch aufwendig, sowas zu realisieren. So, da vorne haben wir noch ein Signal. Und jetzt gehen wir mal nicht so weit mit der Bremserei. Jetzt wollen wir es nicht mehr auf die Spitze. Achso, das sind 1,2 Meilen, das halt zeigt das Signal. So, überqueren wir eine Autobahn. Und erreichen jetzt hier unsere nächste Station. Die nächste Station Newton vor Hyde. So, es kann natürlich sein, dass wir hier nochmal ein Bild machen müssen. So, Türen freigeben auf jeden Fall. Müssen wir hier eins machen? Nein, nee. Wir müssen in Guidebridge müssen wir noch eins machen. Und dann in, okay, in Ashbury. Okay, gut. Ja, wie gesagt, allzu viele Züge kommen mir nicht entgegen. Also es fährt stündlich pro Richtung ein Zug. Das heißt, da kommt ein maximal ein Zug entgegen. Wie gesagt, und im Vorbild ist das da in diesem Viadukt wohl wirklich so die enge Stelle, wo eben sich die Züge mehr oder weniger da begegnen. Wo der eine oft warten muss, weil der andere das so schnell nicht schafft mit Wänden und allem drum und dran. Also zumindest habe ich das so gelesen. Ja, die ganze Strecke ist Teil der früheren Hauptstrecke Manchester-Sheffield, aber der Teil von Hatfield in Richtung Sheffield, der wurde schon 1981 stillgelegt. Das ist also schon eine Weile her. So, Flower Field ist das nächste. Also ich komme mir wirklich vor, als wenn ich jetzt hier eine S-Bahn fahren würde, so kurz wie die Haltestellen hier hintereinander liegen. Das war ja, glaube ich, bei Birmingham Cross City Line, da war das ja teilweise ähnlich im direkt im Stadtgebiet von Birmingham, wobei ich die Strecke noch gar nicht so oft gefahren bin. Boah, die hier ist wirklich, also das also ist echt so ein bisschen S-Bahn-Flair vom Dorf in die Stadt. Das ist schon nicht schlecht gemacht hier. So. Dann nähern wir uns schon der nächsten Station mit riesen Schritten. Also man muss ja wirklich das Fahrzeug schon kennen, wenn man hier richtig das machen will mit dem Anbremsen und so weiter. Flower Field. So. Einfahrt Flower Field. Ja, seht, die Bahnstrecke sind ja auch gar nicht allzu lang. So, und dann erreichen wir Flower Field. Und öffnen die Türen. Ja, es fällt aber auf relativ wenig Verkehr auf der Strecke. Wie gesagt, ist im Vorbild aber auch nicht anders. So, haben wir gar kein Tagfahrlicht an? Doch. Hm. So, dann müssen wir mal schauen. Achso, Moment. Genau. Hier sehen wir natürlich auch, dass wir die Abfahrtstafeln haben, wo unser Zug angezeigt wird. Ist auch eine tolle Sache. Wie gesagt, das ist ja alles so Sachen, die viel später erst in TSW, insbesondere in den Vorgänger, viel später erst gekommen sind. So, Türen verriegeln. Kaputt die
die Bremse schon mal ein bisschen lösen. Gut, auf geht's. Zum nächsten Halt. 1,6 Meilen, das ist mal ein bisschen längerer Abschnitt. Und da vorher müssen wir natürlich noch hier die Geschwindigkeit reduzieren auf 40 Meilen. Da fädeln wir uns, glaube ich, auf irgendeine Hauptstrecke ein. Ja, wie gesagt, ich finde das auch toll, dass eben im Fahrplanmodus dann die, also im Fahrplanmodus, dass es dort die Möglichkeit gibt, eben verschiedene, also eben auch andere Züge von anderen Strecken zu fahren. So kann das ja auch sinnvoll sein, dass man da eben mehrere Sachen installiert hat, dass das eben für Abwechslung sorgt. Der Haken ist natürlich, ja, ich habe alles aktuell von Transom World 3 installiert, was es eben für dieses Spiel gibt. Und ja, das frisst über 200 GB mittlerweile, oder 230 GB das Spiel. Also ist wirklich schon ganz schön heftig. Und dabei sind es gar nicht mal so die einzelnen Strecken. Das scheint vor allem das Basisspiel zu sein, was da so viel an Speicher braucht. Denn ich hatte auch mal überlegt, die Güterzugstrecken oder was, die spielen wir ja so gut wie gar nicht, dass man die mal einfach mal weglässt, aber das macht kaum einen Unterschied an Speicherplatz. Es macht schon einen Unterschied, aber kaum. So, wir müssen dann erstmal die Geschwindigkeit hier zu reduzieren. Und schaut mal, hier ist, glaube ich, so vergrobtes Gleis oder so neben uns, wie es hätte da mal ein Gleis gelegen. So, da müssen wir, ja, lassen sie doch mal rollen. Achso, was kommt denn jetzt hier zuerst? Die Geschwindigkeit? Ja, die Geschwindigkeitsreduzierung kommt zuerst. So, wann sollen wir da sein? Aber ihr seht auch, der Fahrplan ist recht eng bemessen hier, ihr seht's. Ist wirklich relativ eng. Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz schaffen. So, hier fädelt sich die nächste Strecke ein. Wie gesagt, es gibt ja auch ein paar Industrieanschlüsse, die hier nachgebildet wurden. Also Guide Bridge. Ich glaube, das ist schon ein bisschen größere Station. So, und dann also Einfahrt in Guide Bridge. So, dann bringen wir den Zug hier zum Stehen. Jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen zu spät. Öffnen die Türen. Und hier sollen wir natürlich auch ein Foto machen. Stimmt. So, wo ist der Fotopunkt? Wo ist der Fotopunkt? Ach, hier. Soll ich denn hier für ein Foto machen? Ach, hier, den Bahnhof oder was? Gehen Sie doch nochmal weg hier. Verstehe ich nicht. Wieso soll ich denn da? Ach, wahrscheinlich war das so geplant, dass da irgendein anderer Gegenzug oder sowas steht. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Warum soll ich da einfach die Wand fotografieren? Ach nee, es war wahrscheinlich geplant, dass unser Zug davor steht, aber ich weiß es nicht. So, dann verriegeln wir das. Und es geht weiter nach Ashbury. Und tatsächlich fahren wir jetzt hier mal 3 Meilen durch. Ja, worauf freut ihr euch denn in Transom World 3 so am meisten? Also wie gesagt, die neue Lokomotive, die deutsche, die da in der Entwicklung ist, was höchstwahrscheinlich der Vectron sein wird. Oder die Class 700 oder die zweite englische Strecke, die dann von Just Trains kommt, was ja dann gleichzeitig auch die erste TSW-Strecke von Just Trains ist. So, weiter. Jetzt aber mit bis zu 60 Meilen hier. Ashbury, das ist ja schon der letzte Halt dann vor Manchester, also vor dem Hauptbahnhof. Jetzt können wir hier mal ein bisschen schneller fahren mit unserem Zug. Da reichen die 60 Meilen.
Jetzt haben wir aber noch 4 Minuten. Ja, ich glaube, dass die Geschwindigkeit sich sicherlich ja nochmal reduzieren dürfte. Wir haben relativ viel Zeit. Hier fahren wir sogar mal durch an dieser Station. Aber es ist auch ein stillgelegter Bahnhof. Das ist der zweite stillgelegte Bahnhof. Oder? Nee, der scheint in Betrieb zu sein. Also da waren Namen und da standen Menschen. So, dann lassen wir den nochmal ganz gemütlich rollen. Meilen. 1,6 sind es jetzt noch. Ich will jetzt hier ja, runterspulen. Das ist relativ ruhig. Es ist relativ ruhig auf der Strecke. Nichts los. Ihr seht auch, dass hier früher mal mehr Gleise gelegen haben müssen. Hat man auch gut dargestellt. Das hat man ja sehr häufig bei vielen Bahnanlagen, dass das dann einfach alles irgendwann zurückgebaut wird. Also hier, ja, wir lassen doch einige Stationen aus hier. Da sind wir doch so eine Art Express. Wie gesagt, komplette Fahrt würde hier mit Halt an allen Bahnhöfen 40 bis 50 Minuten dauern. Mit einem Richtungswechsel in Kloßsup. Kloßsup haben wir heute nicht kennengelernt. Den Ort, der dieser Strecke ja auch den Namen gibt. Ich finde das auch schön, dieses Klappern hier in den Kurven und so. Das klingt richtig, ja, klingt nach Vorbild. Gerade wenn ein Zug etwas schneller fährt, an welchen Ecken es überall manchmal da klappert. Das ist, ja, nicht schlecht. Definitiv einer der schönen Züge für TSW 3. So, 40 ist da. Wir müssen dann die Geschwindigkeit erstmal wieder drosseln. Oh, aber müssen wir sowieso. So, müssen sowieso bremsen hier. Fast schon verschlafen hier, dass wir uns ja zum nächsten Bahnhof schon annähern und der kommt dann doch noch vor der Geschwindigkeitsreduzierung. Davon ist das okay. Und da kommt uns auch ein Zug entgegen. Der hier genau in die andere Richtung unterwegs ist. So, dann entriegeln wir hier die Türen. Wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Das schaut auch hübsch aus hier, wenn die beiden Züge hier stehen. Einen Blick werfen. Ashbury ist, wie gesagt, letzter Halt vor Manchester. So. Okay, die Türen sind allein zugegangen, obwohl ich die gar nicht zu... Oder bin ich versehentlich da dran gekommen? So, na egal. So, jetzt müssen wir bei uns nochmal zum Fotopunkt begeben. Ja, hier, da können wir ein schönes Bild machen. Das ist doch ein schönes Bild, was wir hier machen können. So. So, jetzt aber... Jetzt geben wir uns wieder in unserem Zug. Ich hoffe, das nervt euch nicht, diese Töne. Aber es ist ja auch euer Wunsch im Prinzip gewesen. Hä? Welche Türen sind denn da zugegangen? Achso, das war vom Gegenzug. Okay. Hab ich ja schon gewundert, warum ich dachte, ich hatte die Türen doch niemals zugemacht. So. Jetzt also. Auf geht's. So, der fährt jetzt auch zur gleichen Zeit ab wie wir. Da geht es für uns auf die 40 Meilen jetzt hoch. Und 16 Uhr sollen wir erst in Manchester sein. Das heißt also auch, dass sich hier wahrscheinlich die Geschwindigkeiten nochmal reduzieren werden. Manchester Piccadilly 1,2 Meilen, aber wir brauchen ein bisschen, bis wir da sind. Wahrscheinlich fahren wir da auch nur mit 15 Meilen oder so in den Bahnhof rein. Ich weiß, wie gesagt, ich bin das hier vorher noch nicht abgefahren. Ich habe lediglich das Szenario mal gestartet gehabt.
Aber komplett abgefahren oder so bin ich das nicht. Das ist ganz selten bis nie der Fall, dass ich euch was zeige, was ich mal komplett gespielt habe. Denn wir erleben das wirklich. Das meiste, was ihr seht auf dem Kanal, das erleben wir wirklich zum ersten Mal zusammen. Was auch meistens der Überraschungseffekt dann nochmal besser. So, hier haben wir auch wieder das stillgelegte Betriebswerk. Ja, scheint hier das Betriebswerk oder so zu sein. So, wir reduzieren. Ne, das ist auch ein ganz normaler Bahnhof hier, wo Luca einen Zug hält. So, wir müssen gleich die Geschwindigkeit nochmal reduzieren. Und zwar auf 25 Meilen. Da vorne. Und dann wird wahrscheinlich 15 kommen. Und deswegen dauert das auch eben so ein bisschen länger. Einfach schön rollen lassen. Wie gesagt, von diesen fahrplanmäßigen KI-Zügen sehen wir ja meistens in den Szenarien keine. So. Ja, jetzt sehen wir auch schon, dass wir in eine schöne große Stadt reinfahren. So, komm, reduzieren. Jetzt können wir hier mal ein bisschen den Blick. Also, ja, auch wieder sehr, sehr schön in die Tiefe gebaut. Das Stadtgebiet, also das sieht man richtig, dass wir jetzt hier in der großen Stadt sind. Das hat man schön gemacht. Also man hat wirklich das Gefühl, vom Land in die Stadt zu fahren. So. Ja, und hier drüben stehen dann auch ein paar Züge im Hauptbahnhof von Manchester. Hier machen wir dann, glaube ich, auch unser letztes Foto. Viel weiter wird ja die Reise nicht gehen. So, fahren wir ein. Und hier da drüben, schaut mal, hier diese Class 158, die stammt vom DLC Midland Mainline. Und die sehen wir halt hier auch. So, jetzt klingelt es bei mir, aber ich bin noch in der Aufnahme, ich muss dann hier zurückrufen. So. Also, dann bringen wir den Zug hier schnell zum Abstellen. Auf dem Abstellbereich. So, ja, das ist Discord, was ihr im Hintergrund hört. Ja. Also, na komm. Roll auf dein Gleis. So, und dann muss man den Schlüssel nochmal einstecken. Und dann die Türen hier und riegeln. So, guckt euch das mal an, Leute. Wir sind 3 Minuten zu früh. Wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir schalten diese Systeme erst einmal aus. Und jetzt sollen wir warten bis 16 Uhr. Aber du kommst mir hier nicht rein, Kollege, ne? Dann können wir uns ja mal hier am Bahnhof von Manchester noch ein bisschen umschauen. Also, ist ja einiges hier zu sehen. Versuche ich für mich mal ein paar Fotos zu machen, die man vielleicht für euch dann als Thumbnails verwenden könnte. Ja, hier sehen wir also die Halle, die Haupthalle des Bahnhofes von Manchester. Ich glaube, Manchester gab es doch schon mal bei der Strecke Manchester Leeds. Ach, das Liverpool Leeds war das, genau. Diese 80er-Jahre-Strecke. Stimmt. Aber Manchester gibt es, glaube ich, das erste Mal, oder? Wenn ich jetzt nur von Transperlin, das war doch von Leeds nach Liverpool. Oder? Von Leeds nach Manchester. Ich weiß nicht mehr genau. Ihr seht, es gibt so viele Produkte, dass man es schon gar nicht mehr hundertprozentig weiß. Ja. Macht aber auch Spaß, hier so diesen Hauptbahnhof mal zu erkunden. Auch schön hell beleuchtet. Also hier sieht man das, was diese TSW-Features eben bringen. Nämlich sehr viel. So, wie spät ist es? Ja, in einer Minute müssen wir wieder rein in unserem Führerstand. Wehe, du gehst da rein, da gibt's Ärger. So. Dann gehen wir hier hin. Und müssen jetzt noch ein paar Sekunden warten, bis wir den Zug abgerüstet haben. Was könnten wir? Könnte zum Beispiel auch hier die Signalleuchten. Die müssten wir jetzt einschalten. Und die wahrscheinlich aus, ne? Genau, die Schlussleuchten. So. Okay, dann wenige Sekunden. Ja, was muss man noch machen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Was müssen wir denn noch machen? Auf B3, das ist richtig eingestellt. Richtungswender auf aus, Hauptschlüssel aus. Richtungswender auf aus. So, dann den Hauptschlüssel auf aus und dann sollen wir... Okay, das können wir ja alles schon mal vorbereiten soweit. So, das war eine tolle Fahrt. Halten Sie den Zug an und begeben Sie sich zu den Bildschirmen auf dem Bahnsteig, um die Lokführer eingereichten Fotos im ganzen Land zu sehen. Ja, dann machen wir das. Dann gucken wir uns noch zum Abschluss die Fotowand an. Und dann sind wir soweit mit dem Szenario fertig. Wir können uns ja im nächsten Part dann mal die dieses Zugbegleiter-Szenario und so. Das ist halt die Frage, sind das exakt die Fotos, die wir gemacht haben? Also das ist auf gar keinen Fall ein Foto von mir. Ja, ach so, das ist von anderen DLCs, wenn wir so wollen, ist das eine DLC-Werbung. Hier gibt es einige tolle Fotos, begeben Sie sich zum Bahnhofsausgang, sobald Sie bereit sind. Ja, hier wird im Prinzip indirekt auch gezeigt, dass es eben weitere TSW-Strecken gibt. Hier sehen wir zum Beispiel die Schottland-Strecke, hier sehen wir Midland Mainline. Das hier ist auf Eastern High Speed, ist ja in der Edition des Basisspiels bereits dabei. Das ist schon nicht schlecht. Ist schon echt hübsch gemacht und ich glaube, diese Leinwand, das bleibt hier auch erhalten an dem Bahnhof, soweit ich das weiß. So, jetzt geht's aber für uns zurück zum Hauptausgang. Wir schließen das Szenario ab, wir kriegen eine Errungenschaft auf Steam. Gespielt haben wir das Ganze gerade einmal 36 Minuten. Silber ist logisch, wir hatten Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verspätungen dabei. Und ich muss sagen, ich finde das Szenario sehr schön, also ein sehr schön kreatives Szenario. Also, dass man eben guckt, wenn man so eine kleine Strecke hat mit einem Fahrzeug, wo immer in jedem Szenario eben ein und dasselbe Fahrzeug logischerweise gefahren wird, dass man da eben in den Szenarien halt kreativ ist und sich so eine schöne Ideen ausdenkt. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video schauen wir uns den Zugbegleitermodus an. Ich hoffe, die neue Strecke gefällt euch. Schreibt euch mir mal eure Meinung zur neuen Close-Up Line in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.